Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch ein paar grundlegende Tipps zum Thema Hochzeitsfotografie geben. Insbesondere richtet sich das Video an alle Anfänger, die jetzt in die Situation kommen, weil sie von einem befreundeten Pärchen gefragt worden sind: Wir möchten heiraten und hast du nicht Lust, unsere Fotos zu machen? Weil du fotografierst doch schon seit einiger Zeit und hey, deine Fotos gefallen uns echt gut und Das macht dir doch Spaß und es wäre toll, wenn du unsere Hochzeit fotografieren würdest. Und an dieser Stelle möchte ich euch eine kleine Checkliste an die Hand geben, an der ihr diese Frage beantworten könnt. Und seid bitte ehrlich, was diese Beantwortung betrifft, weil Hochzeitsbilder zu fotografieren heißt, ihr übernehmt Verantwortung. Denn wenn ihr die Bilder gut macht, dann wird jeder sagen, ja super, hast du toll gemacht, aber war ja klar, weil du machst ja eh tolle Bilder. Und wenn die Bilder schlecht sind, warum auch immer, vielleicht könnt ihr gar nichts dafür und ihr habt euch echt einen Arsch aufgerissen, dann wird jeder sagen, ah, die Bilder sind aber nicht so toll gewesen, hätten sie doch nur mal einen richtigen Fotograf engagiert. Ja? Und du wirst dein Leben lang irgendwie diesen Makel nicht mehr los und vielleicht wird sogar eure Freundschaft dadurch stark belastet. Deswegen überlege dir ganz genau, was du an dieser Stelle tust. Okay, hier kommt meine Checkliste. Nummer 1. Hast du das richtige Material, um wirklich solche Bilder zu machen? Und zwar, du brauchst eine ganze Menge an richtig gutem Equipment, auch wenn es immer heißt, der Fotograf macht die Bilder, das ist zwar richtig, aber wenn die Technik dich nicht unterstützt, ist es umso schwerer, an einer Hochzeit mit kritischem Licht immer gute Bilder zu machen. Deswegen an dieser Stelle mein Tipp, hab eine gute Kamera, ob das jetzt eine Vollformatkamera ist wie diese oder eine Systemkamera. Das ist vollkommen egal, aber am besten ist, du hast sogar zwei Kameras, weil was passiert, wenn die eine Kamera kaputt geht? Dann stehst du da und du hast keine Chance mehr, weitere Bilder zu machen, auch wenn du alles testest. Am Vortag ist alles super, an dem Tag geht irgendwas kaputt oder sie fällt dir aus der Hand oder jemand tritt drauf. Du hast keine Ahnung, was passieren kann, deswegen hab eine zweite Kamera dabei. Und wenn du sagst, das kann ich mir gar nicht leisten, frag doch mal im Freundeskreis, ob nicht jemand eine zweite Kamera hat, die du als Backup dabei haben kannst. Du sollst das Standesamt oder in der Kirche Bilder machen. Beide Situationen mit sehr kritischem Licht teilweise. Auf jeden Fall arbeitest du immer mit Kunstlicht. Das heißt, du brauchst ein gutes Objektiv und auch hier empfiehlt es sich, zwei Objektive zu haben. Ich habe hier auf dieser Kamera das Tamron in 28 bis 75 mm Zoom, was schon mal einen sehr großen Bereich abdeckt, mit einer festen Lichtstärke f2,8. Solltet ihr in Situationen kommen, wie zum Beispiel ein enges Standesamt, dann braucht ihr noch ein weitwinkligeres Objektiv. Das ist hier das Canon 16-35 mm, auch Lichtstärke 2,8. Mit diesem Objektiv könnt ihr auch tolle Effekte erzielen. Es hat noch keinen Fisheye-Effekt, es geht so ein bisschen in die Tendenz dorthin. Aber wenn ihr ein Kit-Objektiv nur dabei habt, das von Canon zum Beispiel, was vielleicht von der Brennweite her passend wäre, aber von der Lichtstärke ist es ein Desaster, weil wenn ihr anfangt ein bisschen zu zoomen, wird sich die Lichtstärke von, ich glaube, 3,6 auf 5,6 oder 6,3 verändern. Und das ist definitiv zu wenig, wenn ihr nämlich im Standesamt mit Kunstlicht fotografiert und ihr tut euch damit keinen Gefallen. Als nächstes Aufsteckblitz. Der Systemblitz einer Kamera ist für Hochzeitsbilder nicht geeignet. Nicht nur, dass ihr rote Augen ständig provoziert, weil ihr nämlich auf der gleichen Achse fotografiert, sondern ihr habt auch das direkte Blitzen. Und die Braut, insbesondere die Märchenbraut, wird sehr dankbar sein, wenn ihr indirekt blitzt, weil nämlich dann die ganze Haut, insbesondere um die Augenpartie, mit einem weichen Licht fotografiert wird und sie sieht einfach viel gesünder und toller aus. Und das musst du der Braut ermöglichen, deswegen geht es nur mit einem Aufsteckblitz. Ob ihr jetzt den Originalblitz nehmt oder einen Drittanbieter, das müsst ihr ausprobieren. Ich habe hier von Canon den 580 EX2. Er ist richtig, hat richtig Power,
Was wichtig ist, ich kann hier alles einstellen, ja, und ich kann damit super indirekt fotografieren und indirekt alles ausleuchten. Eine zweite Speicherkarte ist selbstverständlich, genauso selbstverständlich wie ein geladener Akku. Das sind einfach Basics, die müsst ihr immer dabei haben. Noch ein Tipp zum Objektiv. Oftmals sehe ich Fotografen oder sag ich mal Hobbyfotografen, die haben um das Objektiv es verkehrt rum gemacht und nutzen den gar nicht. Na klar, bei Indoor-Fotografie hat man in der Regel auch wenig Seitenlicht, was einfallen kann und diese Lens-Flares macht, aber schraubt ihn trotzdem richtig rum drauf. Weil wenn ihr ihn richtig rum drauf habt, dann habt ihr automatisch einen Schutz für euer Objektivglas und braucht keine Angst haben. Deswegen nutzt immer diese Sonnenblende. Dann noch ein Mikrofasertuch, um natürlich das Objektiv zu reinigen, falls mal irgendwie Dreck drauf kommt oder ein Schmierfilm drauf ist, dass ihr das immer dabei habt. Das war die Technik. Checkpunkt Nummer 2. Können. Auch hier bitte ich euch, geht kritisch mit eurem eigenen Können um, denn ihr müsst Blende, Zeit, ISO, Weißabgleich, Schärfe und Tiefe, all das müsst ihr bei Hochzeitsbildern, ob Standesamt, Kirche, draußen, Feier, das müsst ihr beherrschen und das ist sozusagen euer Handwerkszeug, um schöne Bilder zu generieren. Erst wenn ihr absolut sicher damit umgehen könnt, dann seid ihr in der Lage, auch gute Hochzeitsbilder zu machen. Ich will euch ein Beispiel nennen. Ihr kommt jetzt ins Standesamt rein, dort ist in der Regel Kunstlicht und ihr fangt an, im automatischen Weißabgleich zu fotografieren. Die Braut trägt in der Regel ein weißes Kleid oder oftmals ein weißes Kleid und der Mann hat vielleicht einen dunklen Anzug an. Wenn ihr jetzt mit dem Kunstlicht fotografiert, was in dem Standesamt vorhanden ist, dann kann es passieren, dass das Hochzeitskleid nicht mehr weiß ist, sondern dass es einen Farbstich bekommt. Vielleicht ein Gelb, ein Braun, einen rötlichen Farbstich, je nachdem, wie diese Farbtemperatur dieser Lampe ist. Vielleicht ist es auch, hat es einen Blaustich, weil es eine kalte Temperatur ist. Und die Braut ist euch wirklich sehr dankbar, wenn ihr weißes Kleid auch wirklich weiß ist. Und dann kommen wir schon zu dem nächsten Punkt. Könnt ihr im manuellen Modus fotografieren? Wenn nein, lasst die Finger weg von diesem Auftrag. Ihr werdet es nicht hinbekommen. Denn jede Automatik, und bei diesen Kameras gibt es ja wirklich eine Vielzahl von Automatiken, wie ihr sehen könnt, sogar eine Porträtautomatik, eine Sportautomatik, Blitzautomatik und so weiter. Aber alle Automatiken haben einen kleinen Nachteil. Sie gehen davon aus, dass ein gewisser Grauanteil an Licht vorhanden ist. Nur dann funktioniert sie einigermaßen zuverlässig, die automatische Belichtungsmessung. Und gerade bei einem weißen Kleid und einem schwarzen Anzug, und die zwei sollen auf einem Bild richtig belichtet werden, wird die Automatik scheitern. Was passiert? Das weiße Kleid wird grau und der schwarze Anzug wird anthrazitfarben. Also mehr oder weniger wischiwaschi. Funktioniert nicht. Unabhängig dieses Effektes habt ihr auch noch ganz andere Effekte zu beachten, nämlich Schärfe, Unschärfe. Und hier müsst ihr auch mit der Blende und Zeit und vielleicht dem ISO-Wert spielen. Und auch hier müsst ihr vorher ausprobieren, wie viel ISO verträgt meine Kamera, bevor das Bildrauschen anfängt. Nummer 3, Kommunikation. Ganz wichtiger Punkt. Habt ihr das schon mal geübt, Menschen anzusprechen und sie für eure Fotografie, eure Kamera, euer Bild zu begeistern? Ihr müsst davon ausgehen, dass Menschen kamerascheu sind. Die meisten sagen, ach, ich bin doch gar nicht fotogen, ach, lass mal, ich möchte das gar nicht. Na ja, dann mache ich halt, ja. Oftmals sind die Menschen fotogen, sie haben halt einfach nur nicht das Selbstbewusstsein, mit der Kamera zu spielen oder vor der Kamera selbst sicher einfach aufzutreten. Und das müsst ihr machen. Ihr seid der Fotograf und ihr geht auf die Leute zu und sagt, was ihr wollt. Ihr seid sozusagen der Pausenclown dieser Veranstaltung. Nur dann kriegt ihr die Aufmerksamkeit und die Leute machen, was sie sollen. Nämlich in die Kamera gucken, freundlich sein, lachen, Emotionen zeigen. Ja? Ganz wichtiger Punkt. Und genauso müsst ihr auch wieder loben. Wer gelobt wird, kommt ein zweites Mal gerne auf euch zu und sagt, hey, ich möchte gerne noch mal ein Foto mit dem und dem machen. Ja? Und das lockert die Stimmung unheimlich auf.
Wenn ihr dazu schüchtern seid oder das noch nie gemacht habt, übt es vorher, damit das an dem Hochzeitstag für euch keine besondere Situation ist und ihr erstmal eure eigene Scheu überwinden müsst. Nummer 4. Nachbearbeitung. Je nachdem, wie viel ihr an diesem Tag zu fotografieren habt, fangen wir mit dem Standesamt an. Hochzeitsbilder, Feier. Ihr seid 10 Stunden als Fotograf in jeder Situation mit dem Hochzeitspaar dabei. Das heißt, 600, 800, vielleicht sind es auch 1000 Bilder, die ihr insgesamt schießen werdet. Und das ist auch gut so, dass ihr viele Bilder macht. Weil danach habt ihr viel Auswahl und könnt euch die schönsten Bilder raussuchen. Und oftmals, gerade bei Familienaufnahmen, bei Gruppenbildern, hat irgendeiner die Augen zu, guckt weg oder macht irgendeine blöde Bewegung gerade. Deswegen immer der Tipp, viele Bilder machen. Ihr habt jetzt viele Bilder gemacht und in der Regel müsst ihr alle Bilder noch einmal am PC sichten, sortieren, nachbearbeiten. Was heißt nachbearbeiten? Das heißt Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Bildausschnitt. Jetzt rechnet mal die Zeit hoch, wie viel Zeit ihr braucht, und dann werdet ihr ungefähr sehen, was das im Nachhinein nochmal heißt, bevor ihr die Bilder final auf einem USB-Stick oder einem sonstigen Medium dem Brautpaar überreicht. Unterschätzt diese Zeit nicht und habt ihr das notwendige Können. Wenn ihr diese 4 Checkpunkte alle guten Gewissens mit Ja beantworten könnt, dann seid ihr zumindest einen Schritt weiter und könnt ernsthaft mit dem Gedanken spielen, eine Hochzeit zu fotografieren. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr weitere Anregungen oder Kritik habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ansonsten vielen Dank für das freundliche Zusehen und bis demnächst.